Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben heute Freitag, den 4. Oktober. Um fast genau zur Mittagszeit, 12 Uhr, starten wir gerade die Aufnahme. Und ja, es geht wieder so langsam in Richtung Berichtssaison. Es ist krass eigentlich. Ich erinnere mich noch, in einer der letzten Folgen, wo wir gesagt haben, sonst ist die Berichtssaison vorbei. Und jetzt startet eigentlich schon wieder übernächste Woche die richtige Saison mit ASML und Co. Nike ist ja meistens so derjenige, der es einläutet. Die Zahlen waren jetzt eben die Woche schon, da gucken wir heute kurz drauf. Aber wir haben noch viele, also vor allem auch kleinere Themen mit dabei. Nvidia gab es ein spannendes Interview von Jensen Huang. Das lässt die Vermutung naheliegen, dass da noch lange nicht die Geschichte zu Ende erzählt ist, auch wenn man natürlich ein bisschen vorsichtig immer sein muss bei CEO-Interviews. OpenAI hat eine neue unfassbare Bewertung bekommen. Allerdings gab es jetzt da auch mal ein paar richtig interessante Zahlen dazu mit Umsätzen, wie viel Gewinne bzw. Verluste sie machen. Das haben wir heute mitgebracht. Es gab noch weitere News, die der Michael mitgebracht hat, und dann wollen wir heute mal die Frage diskutieren. Das Forward-KGV vom MSCI World ist zum aktuellen Zeitpunkt mit ungefähr 19 auf einem der höchsten Stände der letzten 35 Jahre. Das hat es bisher nur dreimal ansonsten gegeben. Zweimal, dass es höher war, und einmal, wo wir auch genau auf dem Niveau waren. Deswegen wollen wir heute auch die Frage diskutieren, ist ein Crash oder eine Korrektur eigentlich unvermeidlich zum aktuellen Zeitpunkt? Also ihr merkt, viele spannende Themen. Daumen nach oben auf jeden Fall nicht vergessen. Folgt auch unserem Podcast gerne. Hier und apropos, ich habe übrigens einige Kommentare beantwortet, das würde ich mal sagen. Und danke euch, die letzte Folge, ich habe gerade geschaut, ist Platz 1, unsere beste jemals aufgenommene Folge auf YouTube. Vielleicht lag es auch am Feiertag, wobei ich habe gestern das Gefühl gehabt, haben alle andere Sachen als Börse gemacht, aber vielleicht haben sie auch YouTube geschaut oder es war doch das Langweiler-Thema mit den Dividenden, was spannend war. Also kann man noch mal irgendwann einen Teil 2 machen, würde ich sagen. Ja, es war nicht die beste aller Zeiten, es war die beste der letzten 10 Folgen dann, zumindest Ach so. performance-technisch dann, ja. Ach Also wir so. hatten schon welche, die doch auch deutlich höhere Aufrufzahlen hatten. Aber man merkt so langsam, dass die Sommerpause wieder zu Ende geht und eben auch die Leute sich wieder mehr mit der Börse beschäftigen wollen. Das merkt man immer, sobald die Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg rum sind. Ab dem Wochenende zieht es tatsächlich als auch immer wieder spürbar an. Aber genau, ihr hattet es euch ja gewünscht mit den Dividendenaktien. Deswegen schreibt doch gerne mal wieder unten drunter, wenn ihr andere Themen habt, zumindest wenn ihr auf YouTube reinhört, was ihr sonst mal so gerne besprochen haben möchtet. Also nicht jetzt unbedingt einzelne Aktien, eher so mal so ganze Themen, weil Aktien, ja, da covern wir ja sowieso schon so viel wie geht. Da haben wir nicht mehr ganz so viel Spielraum dann als. Genau. Wir haben ja die letzten Monate auch immer wieder so das Thema OpenAI mitverfolgt. Das ist ja auch nahe mit Nvidia verknüpft. Deswegen würde ich sagen, starten wir heute einfach mal damit. Und OpenAI hat jetzt eine neue Funding Round geclosed zu einer Bewertung von 157 Milliarden Dollar. Da waren unter anderem Unternehmen wie Microsoft, Nvidia und Softbank mit dabei, und das hat dem Unternehmen insgesamt 6,6 Milliarden Dollar eingebracht. Also wahnsinnige Summen, vor allem wenn man bedenkt, also Anfang des Jahres wurde OpenAI mit 80 Milliarden Dollar bewertet, im letzten Jahr 2023 mit 29 Milliarden. Also der Unternehmenswert, der hat sich jetzt gerade mal verfünffacht innerhalb von einem Jahr. Allerdings muss man auch dazu sagen, man hat jetzt mal so wirklich richtig tiefgehende Zahleneinblicke bekommen. Es war allerdings von einem Insider, wenn ich das richtig gelesen habe. Also es ist eigentlich nicht so ganz offiziell, aber in der Regel ist es dann doch so, dass das dann doch schon recht vertrauenswürdig ist. Also im letzten Monat hat OpenAI einen Umsatz von 300 Millionen Dollar gemacht, nicht Quartal, also in dem letzten Monat. Sie haben also aktuell, erwarten Sie einen Jahresumsatz von 3,7 Milliarden Dollar. Also wenn man das da mal hochrechnet, 157 Milliarden geteilt durch 3,7, das ist ein ordentliches KUV, was Sie jetzt aktuell bewertet sind. Allerdings gibt es dazu jetzt zwei interessante Sachen. Das eine, was wahrscheinlich eher positiv gesehen wird, im nächsten Jahr erwartet man mittlerweile einen Umsatz von
11,6 Milliarden Dollar. Also das ist ungefähr, also mehr als eine Verdreifachung von dem aktuellen Umsatz. Das ist das Positive. Aber, das große Aber, das Unternehmen erwartet für dieses Jahr einen Verlust von 5 Milliarden US-Dollar. Absolut, vor allem auch aufgrund der umfangreichen Investitionen, die sie tätigen müssen bei Nvidia-Grafikkarten. Also man merkt, Nvidia an vielerlei Hinsicht, ja, einer der großen Profiteure. OpenAI hat aktuell wöchentliche Userzahlen von 250 Millionen. Also das ist schon wirklich Wahnsinn, wenn man so die Zahlen betrachtet. Aber was würdest du jetzt sagen? OpenAI sagt jetzt, hey, sie kommen in ein paar Wochen an der Börse. Fändest du das interessant so aus Trading-Sicht? Oder sagst du, ja, das ist der ideale Short-Kandidat eigentlich, würde ich sogar schon fast sagen, oder? Ja, aus Trading-Sicht wäre es wahrscheinlich sogar interessant. Für mich hat das echt so wieder so ein Geschmäckchen, weil, so was ich gelesen habe, ist ja auch zum Beispiel Katie Wood mit ihrem ARK, mit dem einen ARK-Fonds mit dabei, mit diesem Venture-Fonds. Die haben da auch mehrere, ich glaube, zweistellige Millionenzahl reingepumpt. Und Softbank, die waren doch auch irgendwann da so einem Hype, haben sie auch überall noch ihre Beteiligungen ausgebaut und da haben sie das Top markiert. Also irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob es das Top wird, aber irgendwie ist das jetzt schon so ein bisschen absurd, wobei in dem Fall auch jetzt, glaube ich, Microsoft wieder neues Geld reingeschossen hat. Das Ding ist ja, wenn sie jetzt an die Börse gehen würden, dann wird es ja wahrscheinlich von dieser Bewertung nochmal verdoppelt werden oder zumindest 50% mehr und dann wird es halt wirklich absurd werden. Ja, also die wachsen brutal schnell, aber verbrennen noch schneller das Geld. Das wird sich, denke ich, dann auch mal irgendwann natürlich ändern, weil ich glaube, du kannst mit dem Geschäftsmodell ja schon irgendwann viel Geld verdienen, wenn du mal die Infrastruktur und sowas alles aufgebaut hast, aber das ist schon heftig. Ja, es gab ja auch noch ganz viele andere Meldungen. Bei OpenAI unter anderem sind ja auch viele hochrangige Mitarbeiter gegangen. Ich glaube, selbst die Chefentwicklerin ist sogar zuletzt gegangen. Und es ist ja auch diese Umstellung von einem einem Unternehmen, was nicht auf Profit aus ist, jetzt doch umgewandelt worden. Und Sam Altman soll jetzt auch doch Anteile im Milliardenumfang bekommen und so weiter. Also da laufen schon irgendwie so ein paar komische Sachen. Gut, uns kann das alles egal sein, weil wir können eh nicht investieren, aber ich glaube, ich werde meine Milliarden dort nicht investieren, sagen wir es mal so. Ich dachte, du wolltest sagen, du hast deine Schäfchen ins Trockene gebracht und warst schon letztes Jahr in der Runde mit dabei dann, ja. Nee, aber das ist natürlich krass, aber es gibt auch mittlerweile viele andere Modelle, ähnlich OpenAI, die auch gut performen. Aber es ist natürlich grundsätzlich für den Markt schon sehr positiv, dass dieses Thema mit KI und so weiter gut gespielt wird. In dem Zusammenhang ganz kurz nochmal, das hatte ich, glaube ich, nicht, ich hatte das nur in einem Webinar diese Woche mal gesagt, Dan Ives, das ist so ein Tech-Analyst von Wedbush. Man muss sagen, der Herr Dan Ives ist immer sehr optimistisch. Ja, aber was der jetzt rausgehauen hat, also wenn das so alles stimmt, dann läuft die Party im KI-Sektor und bei den Aktien und bei Nvidia auf jeden Fall noch weiter. Er hat gesagt, laut seiner Meinung sind Microsoft und Nvidia die Revolution in Sachen künstliche Intelligenz anführen. Okay. Und neue Erkenntnisse weisen darauf hin, dass der KI-Infrastrukturmarkt bis 2027 um das Zehnfache wachsen könnte. Ja, Grund ist, da jetzt aktuell die ganze Grundlage geschaffen wird und neue Generation auch an Rechenzentren aufgebaut wird. Wir sprechen ja auch noch gleich über Jensen Huang, der hat ja auch sowas Ähnliches gesagt und er hat ja auch davon gesprochen, dass die Nachfrage weiter brutal hoch ist. Und der Dan Ives hat jetzt gesagt, auch 2025 haben KI-Projekte laut Ives höchste Priorität. Es könnte auch eine Reihe von KI-Anwendungsfällen geben, die man bisher nicht gesehen hat. Also das ist ja eh das Spannendste, ne? Weil aktuell werden diese 100 Milliarden investiert. Man muss sich fragen, ja, wann kommen jetzt erstmal diese ganz richtigen Geschäftsmodelle, mit denen Geld verdient wird. Das wird sehr spannend. Und kurz zum Abschluss, er sagt, dieses Jahr kann der Tech-Sektor noch 10% steigen, nächstes Jahr weitere 20%. Das sind seine Aussagen. Und neben Microsoft und Nvidia, die Revolution anführen, hat er jetzt noch Oracle genannt, ServiceNow, Palantir, Salesforce, Dell, IBM, Apple und AMD als Profiteure. Ne? Nur mal vielleicht nochmal dazu.
Wobei da manche Namen, ja, wie Palantir und so, da müssen wir auch mal drüber sprechen. Das ist ja krass, wie die Aktie abgeht. Keine Ahnung, ob das so langsam noch gerechtfertigt ist. Und Apple ist ja mittlerweile eh schon hoch bewertet und die wachsen gar nicht, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Aber ja, wenn man sieht, dass OpenAI so viel Geld einnimmt auf der einen Seite, das will ja wieder in Infrastruktur ausgegeben werden. Das geht, wird anscheinend auch ausgegeben. Ja, sieht weiter ganz gut aus für die Infrastrukturanbieter, würde ich sagen. Ja, und eben in dem Zusammenhang hat Jensen Huang auf CNBC ein Interview gegeben, das ja wirklich, also wenn es nur halbwegs stimmt, und Jensen Huang ist zwar auch dafür bekannt, dass er gerne mal so ein bisschen die Werbetrommel rührt, allerdings auch meistens dann auch Ja. abgeliefert hat. Also nicht so wie Elon Musk, wenn mal was angekündigt wurde, dass es dann in 3 bis 4 Jahren dann tatsächlich mal so ist, ja. Und es war sehr interessant, es ging um die neue Blackwell Serie, da wird ein Stück zwischen 30 und 40.000 Dollar kosten. Und er selber hat es ja ein bisschen so wie Sang gesagt, also OpenAI, Microsoft, Meta und andere Firmen, die prügeln sich halt anscheinend Ja. darum. Jeder möchte laut seinen Aussagen die meisten haben und möchte aber auch gleichzeitig der Erste dann sein, der es bekommt. Ja. Was ich daran sehr interessant fand, waren 2 spezielle Aussagen, die ich für euch rausgesucht habe. Zum einen, das ist jetzt auch in der übersetzten Fassung, weil das immer in Englisch runterzuradern, da kommt man dann, glaube ich, als auch am Podcast nicht immer so ganz einfach mit, weil ja viele auch nicht so ganz gut Englisch können. Ich zähle da selber auch dazu. Also da hat er selber so formuliert, in der Zeit, in der die Technologie so schnell voranschreitet, gibt es dann eben Ihnen als Unternehmen die Möglichkeit, den Innovationszyklus zu verdreifachen. Also, dass Sie aktuell halt Ihre Fähigkeiten extrem stark steigern können, den Durchsatz dadurch erhöhen können und gleichzeitig die Kosten senken und den Energieverbrauch senken können. Vor allem, was ich daran so spannend finde, da wird ausschließlich davon gesprochen, dass sie ihre Kosten senken können, nicht, dass sie das irgendwie an die Kunden weitergeben können. Das ist also ein Indiz dafür, dass sie noch mehr Umsatz machen werden und vor allem auch noch mal zu besseren Margen, auch wenn man sich natürlich fragt, wie das noch möglich sein soll. Aber vor allem so beim Energiethema hat er eben gemeint, dass sie vor allem ihren eigenen Energieverbrauch wohl noch mal signifikant nach unten senken konnten. Und dann gab es noch eine Aussage von der CFO Colette Kress, heißt die, das ist bereits im August aber gewesen. Also Nvidia geht davon aus, dass sie bereits im 4. Geschäftsquartal nun mehrere Milliarden Dollar Umsatz mit Blackwell, Chips oder wie man es auch immer nennen möchte, machen werden. Also es macht aktuell eben tatsächlich nicht in auch nur in geringster Weise den Eindruck, dass das Tempo, beim Wachstum von Nvidia da irgendwie in Stocken geraten würde und sie weiterhin mehrere Milliarden pro Jahr wahrscheinlich Umsätze und Gewinne obendrauf packen werden. Und es sieht halt nach wie vor sehr stark aus, und das würde auch nochmal eben so die Aussagen von einem Dan Nielsen unterschreiben, dass vor allem die Infrastrukturunternehmen da zu den großen Gewinnern zählen, und Nvidia scheint halt so der Anbieter schlechthin zu sein, weil natürlich es gibt viele Unternehmen, oder man hat ja gesagt, es gibt ja einige Unternehmen, die sich eben so mit dem Bau von den Rechenzentren beschäftigen, aber es gibt halt irgendwie nur diesen einen Player, der dann eben so diese benötigten Chips da aktuell liefert oder halt die besten. Das ist halt eben Nvidia, ja. Ja, genau, also was jetzt oft zitiert wurde von Jensen Huang, dass die Nachfrage insane sei. Ja, und man ist jetzt in Full Production. Das hat auch die Aktie jetzt natürlich ein bisschen beflügelt, was vielleicht noch spannend ist und auch ja, eigentlich für die Aussichten von Nvidia weiter spricht, dass es auch 2025 zumindest oder vielleicht auch das Jahr danach weiter nach oben gehen könnte, dass er gesagt hat, was wir mit Blackwell gemacht haben, was wir angekündigt haben, ist, dass es jedes Jahr eine neue KI-Infrastrukturgeneration gibt. Wir aktualisieren unsere Plattform also jedes Jahr. Wenn wir die Leistung steigern können, wie wir es bei Hopper und Blackwell getan haben, steigern wir den Umsatz oder den Durchsatz für unsere Kunden, was du ja auch gesagt hast. Ne? Also, und das deutet halt darauf hin, dass natürlich die Kunden auch immer wieder die neueste Generation haben wollen, weil die wieder deutlich leistungsfähiger wird und so weiter. Also, es ist schon irgendwie sehr crazy. Ich bin mal gespannt, wie jetzt die Zahlen von Nvidia ausfallen. Aber man hat so die letzten Tage wieder das Gefühl, die Aktie springt an. Und Disclaimer, ich habe jetzt auch Nvidia wieder als Trade vorgestern etabliert, nachdem diese Meldung kam mit Jensen Huang, weil der Markt war ja immer so ein bisschen jetzt skeptisch zuletzt bei Nvidia. Die Aktie hat eher konsolidiert.
weil man eben nicht wusste, wie läuft das jetzt mit dem Blackwell, wann kann die Produktion wirklich mal Fahrt aufnehmen. Es hat sich ein bisschen verzögert und jetzt hast du eben die Gewissheit. Und wenn er jetzt sagt, die Nachfrage sei insane und darauf deutet ja auch alles hin, dann ja, ist das weiter ein gesundes Nachfrageumfeld für Nvidia. Zumindest denke ich mal noch, wird es so ein paar verschiedene Quartale noch anhalten, kann ich mir gut vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Wir werden es weiter für euch beobachten. Dann, genau, Michael hat News zu unter anderem den Autobauern mitgebracht. Da haben wir noch einen kleinen Fun-Fact für euch mitgebracht. Das habe ich auch Michael per WhatsApp geschrieben. Es gab vor kurzem die Nachricht von der Consorsbank, die haben die 5 meistgehandelsten Aktien auf ihrer Plattform veröffentlicht. Und tatsächlich sind alle 3 deutschen Autobauer mit dabei gewesen. Da habe ich gedacht, das ist wieder so das typische Home-Bias. Ja, oder viele fragen auch immer, ey, wieso beschäftigt man sich so viel mit den Aktien oder so? Aber bei den Aktionären scheint es halt nach wie vor sehr beliebt zu sein. Ja, Home und dann Bias gab es. beziehungsweise ja auch Value Trap dann vielleicht so, ne? Günstige Bewertung, das ist ja auch das Ja, Thema. Ja, oder Home Bias, beides, ne? aber es gab ja jetzt interessante Nachrichten, die jetzt auch mal zumindest so einen kleinen positiven Effekt mitgebracht haben. Erzähl mal, es hatte was mit Zöllen zu tun. Was ist da Ja, los genau. gewesen? Also muss man mal gucken. Ne? Also der Markt reagiert aktuell nicht drauf. Also es könnte auch ein Bumerang werden, würde ich sagen. Es gab ja die ganze Zeit jetzt die Diskussion schon innerhalb der EU, weil die EU sagt, in China werden die Autos mit Subventionen und so weiter produziert zu unfairen Bedingungen sozusagen und dass diese Autos dann natürlich viel konkurrenzfähiger sind als die in der EU produzierten. Und deswegen hat man die ganze Zeit überlegt, ob es Sonderzölle gibt für Autos, die in China produziert werden, die dann hier importiert werden, also E-Autos. Und da war es jetzt dann so, man wundert sich eigentlich, weil einerseits könnte man denken, BMW und Co. Fänden das gut, wenn man diese Zölle einführt, weil dadurch wird der Markt geschützt und die eigenen Autos sind konkurrenzfähiger, aber BMW und Co., die haben sich halt alle dagegen ausgesprochen, weil natürlich China dann reagieren wird und Deutschland ist ja auch immer noch am Exportieren von Autos. Und wenn es dann in China Importzölle gibt auf deutsche Autos, man hat ja eh schon aktuell sehr große Probleme und immer weniger Chinesen kaufen die Autos, dann werden die unerschwinglich oder komplett uninteressant. Deswegen hat sich BMW und am Ende sogar der Herr Bundeskanzler angeblich dagegen ausgesprochen. Aber heute haben die EU-Staaten überwiegend dafür gestimmt. Und es ist jetzt so, ich muss das gerade nochmal durchlesen, also man hat versucht vorher mit China auch zu verhandeln, aber es kam nichts. Diese Sonderzölle, die sollen jetzt im November in Kraft treten. Und aktuell ist es so, dass die Zölle auf chinesische Importe bei 10% liegen. Jetzt kommen dann noch mal 21,3% zu, mindestens bei einigen, zum Beispiel mit SAIC, das ist hier der Joint Venture Partner von VW, sind es sogar 35%. Also damit macht man natürlich die in China produzierten Autos sehr unattraktiv. Gut, aktuell spielen die eh noch nicht so eine große Rolle. BYD und so weiter, die probieren es, aber die Marktanteile sind sehr gering. NIO und so weiter, die haben ja auch alle schon ihre Chefs hier ausgetauscht, weil es eben doch nicht so einfach ist. Aber ja, ich denke mal, irgendwann wär die Zeit gekommen, wo es relevanter wird. Und das könnte sich jetzt nochmal verzögern. Spannend, Tesla, die haben kein Joint Venture. Auf die in China produzierten Teslas gibt es nur 7,8% Zoll. Also damit werden Teslas im Verhältnis sogar attraktiver, muss man sagen. Was aber auch noch ein großes Problem ist, dass BMW, Volkswagen und Co., die haben ja alle Fabriken in China, die produzieren aber nicht nur für den chinesischen Markt, sondern sie exportieren auch teilweise in die EU. Genau das Auto, was ich gerade draußen stehen habe, dieser iX3, ist auch in China produziert worden. Das kann man sich ja vorstellen. Also wenn darauf jetzt nochmal 21,3% Zoll kommt, dann soll dieses Auto, also ich weiß ja nicht, was er weitergeben, das hatte ja schon einen Listenpreis von absurden 79.000 Euro. Also wirklich absurd. Ich habe das ja als Auto-Abo, da würde dieses Auto ja dann fast 100.000 kosten. Ja, also da brauchen sie es doch gar nicht mehr anzubieten. Ja, dann ist es ja, oder sie müssten ihre Margen massiv senken, was sie glaube ich auch nicht wollen. Also deswegen habe auch BMW unter anderem natürlich dagegen, weil dann wird es natürlich extrem unattraktiv. Dann können sie diese Autos nicht mehr wirklich in die EU exportieren. Und ja, also es gibt jetzt noch Zeit, dass man da noch irgendwie eine Lösung findet. Aber ich habe das jetzt ein Handelsblatt, da wird das drinne, steht das drinne. Es sieht nicht danach aus, dass es da jetzt noch irgendwie
eine Lösung für gibt. China hatte wohl da mal irgendwie was vorgeschlagen, aber das wurde dann als Witz abgetan oder nicht ernst genommen oder irgendwie so. Wird spannend, ja. Und das große Problem wird sein, wahrscheinlich werden die Chinesen halt wirklich zurückschlagen, ne? Weil das werden sie sich, denke ich, nicht bieten lassen. Und so war es ja auch schon immer mit USA, China, ne? Immer Zollschranken weiter hochgefahren. Und für Deutschland ist das natürlich ja, nicht gut, muss man einfach sagen, ja. Aber aktuell reagiert der Markt noch nicht drauf. Tesla ist ein bisschen im Plus vorbörslich. Die deutschen Autobauer haben nicht irgendwie drauf reagiert. Also ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Das ist auf jeden Fall ja, kritisch. Könnte kritisch werden, sagen wir es mal so, ja. Aber könnt ihr gerne mal drunter schreiben. Wir haben auch immer viele Follower, die in der Autobranche arbeiten. Die haben mir auch schon viel Feedback so gegeben, wie schlecht die Stimmung gerade ist. Könnt ihr auch gerne mal was drunter schreiben, wie ihr das seht, ob da noch eine Lösung kommt oder wie die genauen Auswirkungen wären, würde mich echt interessieren. Ja, also ich weiß nämlich nicht genau, wer jetzt produziert und exportiert nach Europa und so. Ich weiß nur, dass es zum Beispiel BMW ist mit dem iX3, aber es sind wahrscheinlich auch noch mehr Autos. Ne? Und wenn natürlich dann so ein EQS, der eh schon schwer verkauft wird, wenn auf den nochmal jetzt extra Zoll kommt für den Import nach China, dann kauft das Auto halt wirklich keiner mehr. Ne? Also das wäre dann schon vor allen Dingen für die Deutschen sehr, sehr bitter, denke ich. Ja, also kurzfristig auf jeden Fall. Natürlich ist es die Frage, also was ich mir jetzt noch als Ding, ob es langfristig halt vielleicht nicht tatsächlich doch besser wäre, dass man die Chinesen quasi bei uns ausschließt, weil wir haben es ja schon selber gesagt, also ich sehe für die deutschen Autobauer in China fast kein Land mehr, ja. Also, dass die irgendwie noch die Marktanteile, also dass die nicht massiv verlieren werden, also weiterhin, sie haben ja schon an Boden verloren, das halte ich für nahezu sicher, ja, dass du dann wenigstens so, weil ich habe vor kurzem mal einen Bericht gelesen, also dass Schätzungen bei chinesischen Autos, also von Marktanteilen hier, dass das auf bis zu 20% hochgehen könnte, dass du wenigstens dann noch deinen Heimatmarkt stärkst sozusagen. Das könnte so das Einzige sein, so ganz langfristig gedacht, warum das dann zumindest auf der Sicht sein könnte. Aber kurzfristig ist ganz klar, weil der Markt halt einfach zu wichtig ist. Und wenn jetzt dann eben gleich so eine Retourkutsche dann irgendwie kommt, wäre mit Sicherheit schlecht. Und dass natürlich viele andere EU-Staaten dafür stimmen, das wundert mich nicht. Die meisten haben ja gar keine Autobauer. Deswegen, dass die das dann natürlich toll finden, das ist natürlich ganz klar dann, ja. Aber Ja, das ist wir. natürlich echt ein, ich sag mal, das ist ein schmales Brett, wie sagt man? Denn China, gut, das Problem ist, der Binnenmarkt in China ist schon länger am Schwächeln. Die haben riesige Produktion aufgebaut. Dasselbe Problem ist ja auch in der Chemiebranche zum Beispiel, ja, mit diesen riesigen Überkapazitäten. Sie haben die Solarbranche hier schon platt gemacht, ja. Sie überschwemmen einfach alles. Ich habe auch letztens einen Bericht gelesen, so der Maschinenbau und so. Die Chinesen produzieren wohl so viel billiger und mittlerweile auch gut, auch die Deutschen, ne, die geraten da so ins Hintertreffen. Müsstest du ja eigentlich fast dich komplett schützen vor China, ja, weil sie einfach alles überfluten und platt machen. Sie haben ja auch schon hier bei Zügen die Deutschen überholt und so weiter, auch mit der Technologie. Jetzt kommen die ersten Flugzeuge. Also es ist krass einfach, ne? Wir haben so ein bisschen unsere Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit, vor allen Dingen ja auch in Deutschland massiv verloren, ne? Aber das ist jetzt auch nochmal ein ganz anderes Thema. Darüber könnte man sehr lange diskutieren, ne? Aber es sieht echt aktuell nicht so gut aus. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt auch gleich zwei neue chinesische Geräte mir zugelegt. Also unser neuer Kühlschrank, der, also ein richtig krasses Teil, so mit Eiswürfelspänen, Pipapo von Hisense habe ich mir, ich glaube Hisense spricht man aus. Und zusätzlich, mein Sohn hat ja unseren Fernseher kaputt gemacht, habe ich mir auch von Hisense ein quasi genau das gleiche Modell geholt, 65 Zoller, auch mit 4K QLED und so. Meiner hat vor, ich glaube, 3, 4 Jahren von LG, hat er damals 2.200 € gekostet. Jetzt der von Hisense, genau das gleiche Bild und so, der hat nicht mal 700 € gekostet. Das ist krass, Also halt, ne? ist Wahnsinn gewesen, ja. Also die Qualität von den Elektrogeräten, so die jetzt da aus China kommen, also auch der Kühlschrank, das ist wahnsinnig stark, ja. Also dieses Made in China, das
das gibt's schon lange nicht mehr. Leider auch dieses Made in Germany, wie man es von früher gekannt hat. Da kann ich genau negative Sachen. Ich habe Bosch-Geräte, sowohl von einer Spülmaschine als auch einen Kühlschrank. Oder Kühlschrank hat schon nach wenigen Monaten angefangen, also zu lecken. Deswegen mussten wir jetzt einen neuen holen und eine Spülmaschine genauso. Hat nicht mal ein Jahr gedauert, bis schon die ersten Probleme gekommen sind. Ja. Also ich habe nämlich damals gedacht, natürlich, man weiß, Miele ist nochmal so eins drüber sozusagen, aber ich habe gedacht, hey, ein gutes Bosch-Gerät, ich glaube, Bosch steht ja immer noch so für Qualität. Ich weiß natürlich nicht, ob ich jetzt da halt gerade zwei wirklich schlechte Modelle dann einfach erwischt habe, aber ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht, auch so von der Qualität, ja auch innen drin schon von der Spülmaschine ist schon einiges kaputt gegangen und so. Also sehr enttäuschend und da muss ich sagen, Wahnsinn, was da so alles aus China kommt mittlerweile. Ja, also ich glaube auch, da muss man sich jetzt, muss man keine Angst mehr haben, dass da aus China Elektroschrott kommt, weil er eher auf die westlichen Konzerne zum Großteil irgendwo dort produzieren. Und Miele zum Beispiel, ja, wir müssen auch mal irgendwann bald eine neue Waschmaschine und so holen. Das ist halt so übertrieben teuer. Und ich, also ob das dann so viel besser ist, das ist doch stark zu bezweifeln. Wir sind kein Waschmaschinenexperte, aber genau, und auch Kühlschränke und so, ne? Also diese Siemens-Geräte und so auch da teilweise, so Dunstabzugshauben und so, es ist absurd einfach, wenn du dann siehst, was da aus Korea oder aus China kommt, ne, wo du richtig krasse Technologie hast, ja. Oder auch bei Trocknern und so, das ist, ja, es ist echt, ja. Deswegen bauen die auch immer mehr Arbeitsplätze hier ab, ne. Ich glaube auch Miele hat große Probleme, Bosch und so weiter auch, ja, es ist echt so bitter einfach. Waschmaschine haben wir auch von Samsung tatsächlich geholt, also die läuft und Leute, da war noch nie irgendwas jetzt in so ungefähr 4 Jahren. Also ich hab einen Trockner von Samsung, die machen immer so richtig geil, die Koreaner sind so krass mit solchen Die Musik, und so. Da kommt ein ganzes Lied, wenn das Ding fertig ist. Bei uns auch, ja, und das Gerät sieht auch einfach cool aus, so in so einem schönen Grau, Anthrazit, so, also, und also das Ding läuft, da war noch nie irgendwas, ja, also beeindruckend auf jeden Fall, genau. Dann würde ich mal sagen, springen wir jetzt mal noch schnell zu den Nike-Zahlen, bevor wir zum Hauptthema kommen. Vorher aber noch ein kurzes Dankeschön und kurze Werbeunterbrechung an den Smart Broker für das Sponsoring unseres Podcasts. Aktuell gibt es noch für wenige Tage die Möglichkeit, wenn ihr ein Depot beim Smart Broker eröffnet, bekommt ihr gratis eine DHL-Aktie on top, ohne dass ihr irgendwas dafür machen müsst. Die bekommt ihr innerhalb von 2 bis 4 Wochen eingebucht bei euch. Beim Smart Broker habt ihr die Möglichkeit, an über 20 Börsenplätzen zu sehr, sehr günstigen Konditionen eure Aktien zu kaufen. Das bietet euch halt eben auch die Vorteile, dass ihr hier dann eben auch wirklich mal so ein paar exotische Titel euch ins Depot legen können, die es halt eben bei vielen anderen Anbietern nicht gibt. Also eine richtig breite Palette, die ihr da beim Smart Broker habt. Also checkt es mal unbedingt aus. Der Link unten in der Videobeschreibung, erster angepinnter Kommentar oder in den Shownotes. Also da sollte für jeden irgendwo der Link auffindbar dann sein. Und die Aktion, versprochen, gibt es nur noch wenige Tage und die gibt es auch nur bei uns mit unserem Link, nirgendwo anders. Deswegen schaut es euch gerne unbedingt und mal an. Und was vielleicht noch spannend ist, es soll wohl bald auch ein neues Produktfeature kommen, so viel kann man, glaube ich, genau, sagen. Genau, dazu werden wir euch, wir dürfen da auch nicht allzu viel sagen, wir werden euch da auf dem Laufenden halten, deswegen, genau, und damit auch dann wieder Werbung Ende. Ja, Nike ist eine Aktie, die wir auch immer mitverfolgt haben, die letzten Quartale, und ja, es zeigt sich so langsam, es wird wirklich kein gutes Jahr operativ gesehen für Nike. Man hat auch wieder an einer oder anderen Stelle enttäuscht, und ich muss auch sagen, also ich konnte den Zahlen auch nichts Positives abgewinnen, muss man leider so sagen. Ja, also die Umsätze -10%, also sind von 12,9 auf 11,6 Milliarden gefallen. Wenigstens kann man sagen, ist das Gross Profit sogar, oder also bei den Kosten, die Kosten sind um 12% zurückgegangen. Damit ist das Gross Profit nur um 8% zurückgegangen. Also auf der Warte war es kostentechnisch okay. Allerdings, wenn man die anderen Kosten betrachtet, also Total Selling und Administrative Expenses, die sind nur um 2% zurückgegangen. Und das bei einem 10%igen Umsatzwachstum, da kann man schon mal so ein bisschen nachrechnen, dass da wahrscheinlich der Gewinn noch deutlich stärker nachgegeben hat. Und so ist es nämlich auch gewesen. 28% minus beim Gewinn.
Das ist natürlich heftig. Das lag, also vor allem auch einer der Haupttreiber hier war dafür, also sie nennen es Demand Creation Expense, also die Nachfrage steigern. Ich würde es mal wahrscheinlich so als Werbekosten einfach sehen. Die sind um 15% hochgegangen. Also man sieht, es läuft operativ aktuell wirklich nicht gut für Nike. Also es scheint aktuell gerade gedreht zu haben. Wenn ich überlege, so nach Corona war Nike eigentlich so der große Gewinner und Adidas ja. ist gefühlt immer weiter abgeraucht und jetzt scheint es so, als hätte sich dieses Momentum komplett in die andere Richtung gedreht. Ja. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, das liegt ja genau daran, dass Nike mit seiner Strategie alle Händler quasi versuchen, obsolet zu machen und alles selber zu verkaufen und die neuesten Produkte immer nur über die eigenen Kanäle zu vertreiben, über die eigenen Stores und online, dass das während Corona natürlich gut geklappt hat, aber jetzt hat man alle Regale verloren bei den Händlern und so weiter. Die wurden eingenommen, wir hatten das schon mal dran gesprochen, von Hoka, von Puma, auch von Adidas, von diesen On-Schuhen und so weiter. Und das fällt einem jetzt so brutal auf die Füße. Und da kannst du jetzt nicht mehr so leicht gegensteuern. Deswegen haben sie jetzt auch den Veteranen geholt hier als CEO, der schon lange da war, der gute Kontakte zu den Händlern hat. Und jetzt wollen sie natürlich dort wieder bei den Händlern reinkommen und ihre Regale zurückbekommen. Aber das ist halt eben doch nicht so einfach, weil die Kunden jetzt gemerkt haben, es gibt auch andere Marken. Und das ist schon krass. Umsatz war unter den Erwartungen. Ergebnis war sogar ein bisschen besser. Da wurde noch mit etwas Schlechterem erwartet, aber es ist trotzdem schlechte Zahlen. Auch fürs jetzt angebrochene zweite Quartal 8-10% Umsatzrückgang. Man hat die Guidance komplett gestrichen, jetzt erstmal die Jahresguidance. Der neue CEO fängt, glaube ich, jetzt Mitte Oktober an. Und eigentlich hätte es im November noch so einen Kapitalmarkttag gegeben, den hat man auch gestrichen. Ist ja auch klar, ne? Es muss erstmal eine neue Strategie her. Sie haben aber jetzt gesagt, sie waren so ein bisschen optimistisch, ja, Aufbruchstimmung, pipapo. Das wird ein langer Ritt, ne? Also eine kurzfristige Trendwende wird sehr schwierig. Die sehe ich dort auch nicht. Sie hatten noch gesagt, es gibt erste Lichtblicke im Bereich Running, aber ja, schaut man sich die nackten Zahlen an, sieht es bitter aus. Ne? Hast du Nike im Depot? Ich habe sie ja im Depot. Ich werde aber auch erstmal nicht nachkaufen. Nee. Ist, glaube ich, kein Grund, da direkt hinterher zu springen, weil sie sagen auch selber, ne? Das wird einige Quartale, vielleicht sogar Jahre dauern, bis sie da wieder auf Wachstum schalten. Im Call haben sie auch gesagt, sie können nicht sagen, wann es wieder Wachstum gibt. Ja, und das hat dem Markt nicht gefallen. Die Aktie ist auch, war 7% im Minus. Also ich glaube, die wäre sogar noch viel stärker im Minus, wenn es jetzt nicht die Gewissheit gäbe, dass ein neues CEO jetzt dann bald kommt, der vielleicht irgendwie die Trendwende bringt. Aber ja, es ist schon, also dass Nike so in Bredouille gerät, in Anführungszeichen, hätte ich auch echt eigentlich nicht erwartet, aber gut. Ja, und also auch ich hatte die nächsten Marken passieren, ne? Das ist krass. Ich hatte sie noch nie im Depot, was mich da immer so ein bisschen gerettet hat, weil ich beobachte sie auch schon seit mehreren Jahren, seit sie in dem Abwärtstrend sind und habe öfter schon gedacht, hey, jetzt ist mal wirklich schon vieles Negatives eingepreist. Aber was für mich halt immer so das Problem war, ist ihre Bewertung gewesen. Die kommen ja halt von wahnsinnig hohen Bewertungsmultiplen. Also wenn man mal so überlegt, auch so in der Nach-Corona-Zeit, also selbst Mitte 2021, hatten die ein Forward-KGV von 40. Ja, also das ist halt für so ein Unternehmen halt doch auch schon wirklich teilweise echt absurd bewertungstechnisch gewesen. Also die hatten schon immer sehr hohe Kennzahlen. Ja, also eine Nike, wenn du mal schaust, in den letzten 10 Jahren, die hatten nie ein Forward-KGV, wo mal eine 1 davor war. Also die waren immer bei 20 oder teilweise dann sogar bei 40 oder ihre Spitze war mal so fast bei 50 oben in einem Forward-KGV, ja. Also die hatten da teilweise Free-Cashflow-Renditen von 1% oder nicht mal 1%, ja. Also man muss, das ist halt auch das, was ich oft sage. Also ich fand Nike schon immer eine gute Firma, weil ich nutze die Produkte seit, was weiß ich, wir haben jetzt ja schon oft genug drüber gesprochen, die Story müssen wir jetzt nicht wieder rausholen, ja. Aber man muss halt einfach sagen, es ist halt manchmal dann doch vernünftiger, dass man an der Seitenlinie stehen bleibt, wenn man sagt, hey, auch wenn du ein herausragendes Unternehmen hast, wo du die Produkte gut findest. Wenn ihr zukünftiges erwartetes Wachstum nicht mit den Bewertungskennzahlen zusammenpasst, dann muss man da einfach warten. Und bei Nike hat es sich jetzt auf jeden Fall gelohnt, dass man weiter gewartet hat. Und aktuell
fehlt mir da halt auch einfach so mal so wirklich diese positive Meldung, Initialzündung, denn das Forward-KGV aktuell, das liegt bei über 28 bei Nike. Mhm. Also die sind weit, weit davon entfernt, irgendwie auch nur attraktiv bewertet zu sein. Der einzige Lichtblick ist mal wirklich so die Free-Cashflow-Rendite, die liegt aktuell so bei 5. Aber wir haben es ja eben gehört, sie wollen in diesem Jahr, soll es ja deutlich nach unten gehen mit der Profitabilität. Also auch da wird es nochmal Anpassungen dann nach unten dann geben. Aber es ist aktuell ein schwieriges Thema, weil man auch halt auch mittelfristig aktuell nicht weiß, wie Nike wieder wirklich stark wachsen möchte dann, weil es ist ein Unternehmen, das ist bewertet, also die sind eben noch mit solchen Zahlen bewertet, dass du wachsen musst über mehrere Jahre hingesehen. Du kannst nicht mit einem KGV oder Forward-KGV von Mitte 20 bewertet sein, wenn du jetzt mal sagst, hey, die nächsten 3-4 Jahre ist es nichts mit Wachstum oder es geht nach unten, da kannst du mal ein Übergangsjahr haben, aber da kannst du nicht sagen, die nächsten 3 Jahre gibt es vielleicht mal kein Wachstum, weil wir jetzt die Händlerregale verloren haben. Das passt halt irgendwie nicht zusammen. Ja, das Schwierige ist ja, und das hat auch, glaube ich, ein Analyst gesagt, ich glaube, JP Morgan oder so war es, um wieder Wachstum hinzubekommen, bringt es ja nichts, jetzt zu sparen oder so, sondern du musst ja eher wieder mehr Geld in die Hand nehmen, neue Kampagnen starten, Produktentwicklung ankurbeln, mehr in Marketing raushauen irgendwie, ne? Vielleicht so ein Podcast wie uns sponsoren, damit wir die Marke wieder aufblühen lassen, irgendwie so halt. Genau. Ne? Ja, und das kostet ja Geld und das belastet ja wieder die Margen. Also wie Sie gesagt, es wird da keine schnelle Trendwende geben. Ich glaube, die Aktie wird immer wahrscheinlich hoch bewertet sein, weil es halt eine coole Marke ist. Aber ja, ich verkaufe sie jetzt nicht, ne, ich stehe das durch. Aber da jetzt sozusagen ist ein Schnäppchen oder ich muss genau jetzt rein. Ja, ich glaube, man verpasst da jetzt erstmal nichts in den nächsten Wochen und Monaten. Außer der CEO haut irgendwie krass neue Strategien raus oder so, aber ich glaube es eher nicht. So mit Händlerregalen ist aber nicht einfach. Viele von euch wissen ja, ich komme aus dem Handel, ich habe fast 15 Jahre dort gearbeitet. Zum einen ist es so, die Händlerregale an sich, das wird natürlich auch immer teurer, ja. Und natürlich, es gibt immer nur eine beste Fläche im Laden sozusagen. Und wenn du die dann zum Beispiel schon langfristig an jemanden abgetreten hast, ja, dann ist die halt auch weg. Ja, da kann eine Nike noch so kommen und so, die kannst du dann zwar mal irgendwann mal wieder bekommen, aber das ist nicht so, dass die wöchentlich neu vergeben werden dann, ja. Also das ist ein großes Problem für das Unternehmen und es bleibt sehr spannend, weil eben nach Corona schien die Strategie aufzugehen und jetzt gibt's hier so diesen riesen Backfire sozusagen, genau. Aber es bleibt auf jeden Fall interessant, ja. So, nun kommen wir mal noch zum Hauptthema. Dann stelle ich doch dir jetzt einfach mal die Frage. Der MSCI World hat aktuell, also Stand 30. September, das kann man jeden Monat, zum Beispiel JP Morgan Asset Management bringt da immer tolle Grafiken und Daten raus. Zum Stand vom 30. September 2024 hatte der MSCI World ein Forward-KGV von genau 19. Und das gab es bisher in den letzten 35 Jahren, also von den 90er Jahren an, lediglich dreimal. Also im Jahr 1994, 95 waren wir mal in der gleichen Range. Ich würde sagen 19,5, ein kleines bisschen höher. In der Dotcom-Bubble sind wir in der Spitze bei 26 gewesen. Da sind wir jetzt also noch weit davon entfernt. Aber in der im Corona-Jahr 2020, da sind wir mal auf fast 22 hochgelaufen. Aber ansonsten ist der Durchschnitt bei 16,3. Jetzt stelle ich dir die Frage, ist es jetzt eigentlich unausweichlich, weil wenn man die Grafik anschaut, ja eben, also es ist jetzt halt deutlich über dem Durchschnitt. Muss es jetzt eigentlich zu einer Korrektur dann unausweichlich kommen oder wie würdest du das beurteilen, so jetzt rein mal von den Daten her? Nö, passieren muss schon mal gar nichts an der Börse. Das kann ewig so weiterlaufen oder sehr, sehr lange. Dass das jetzt eine hohe Bewertung ist, ja, aber ich sag mal, der MSCI World ist jetzt auch mittlerweile nicht mehr so ganz zu vergleichen mit dem breiten Markt sozusagen. Wir haben es ja schon oft drüber gesprochen, die Gewichtung an US-Aktien ist mittlerweile sehr hoch dort. Ich glaube, du hast ja jetzt auch mal die Aktien mitgebracht, die so mit am höchsten gewichtet sind. Und das liegt halt auch einfach daran, dass so ein paar von diesen Schwergewichten, dass die halt jetzt aktuell recht teuer sind. Und dadurch wird dieser ganze Index krass, ich will nicht sagen verfälscht, aber natürlich nach oben getrieben, obwohl ja viele Aktien gar nicht so teuer sind. Deswegen, ich glaube nicht, dass deswegen jetzt eine riesige Korrektur kommen muss,
Könnte natürlich sein, dass ein paar von diesen Highflyern mal ein bisschen zurückkommen. Das würde dann auch den MSCI World belasten. Aber ich sehe aktuell aber auch nicht, dass da jetzt so brutal viel Luft rausgelassen wird. Man kann bei der einen oder anderen Aktie drüber streiten, ob es noch gerechtfertigt ist. Ja, aber dass da jetzt irgendwie ein riesiger Rücksetzer kommen muss, deswegen glaube ich eher nicht. Ne? Wir haben halt, wie gesagt, du kannst ja gleich mal die Liste vorlesen. Wir haben ja zum Beispiel Nvidia mit dabei. Das, ne, die Aktie ist hoch bewertet, aber die wachsen halt auch aktuell noch sehr stark. Wer daran nicht glaubt oder denkt, dass das bald komplett wieder implodiert, der sollte den MSCI World nicht kaufen halt. Ne? Aber bis jetzt sind die Aussichten ja noch ganz gut. Ne? Und wir haben so ein paar von den Aktien, ich sag mal Microsoft und vor allen Dingen Apple, wir haben über Apple schon oft gesprochen, die natürlich auch hochgewichtet sind. Da verstehe ich es auch nicht so ganz, wieso die Aktie immer noch so hoch bewertet ist, obwohl ja sogar jetzt wieder diese Woche die Meldung kam, dass die iPhone-Nachfrage wohl nicht so gut ist laut Barclays. Also ja, dadurch kann natürlich der Index ein bisschen korrigieren, aber ich glaube nicht, dass wir da krass runterknallen, oder was denkst du? Ich glaube es tatsächlich auch nicht, und ich habe da auch noch ein paar andere Sachen für euch mitgebracht, weil viele ja dann immer Angst haben, gerade wenn man solche Charts dann sieht, oh, jetzt sind wir auf dem Punkt, wo es eigentlich dann oft nach unten gecrashed ist dann, ja. Was man zum Beispiel mal mit bedenken sollte in den letzten 20 Jahren, was wirklich sehr spannend ist, meiner Meinung nach, und auch dafür sorgen wird, dass der Durchschnitts-KGV oder Forward-KGV vom MSCI World in den nächsten Jahren deutlich weiter nach oben gehen wird. Warum ist das so, oder warum bin ich der Meinung? Das ist, wenn man sich mal die Gewinnmargen anschaut. Da kann ich euch mal interessante Zahlen mitgebracht, und zwar die Gewinnmarge im Verhältnis zum Umsatz, also wie viel Gewinn da halt hängen bleibt. Im Jahr 2004, also vor 20 Jahren, war es bei den USA so, dass da im Schnitt 8% Gewinnmarge übrig geblieben ist. Jetzt sind wir mittlerweile bei 12,5% angekommen. Dieser Chart, der geht fast wie an der Schnur gezogen nach oben. Wir hatten nur einmal einen massiven Einbruch in der Finanzkrise, und bei Corona ist natürlich klar dann, ja, aber ansonsten gerade die USA, und das ist auch meiner Meinung nach ein Grund dafür, warum gerade die US-amerikanischen Unternehmen immer höher von der Bewertung her sind, dass die Gewinnmargen extrem stark angewachsen sind. Und das ist natürlich dann eben auch ein Zeichen dafür, zum einen, dass es wahrscheinlich noch weiter gehen wird mit dieser, also dass die Effektivität da immer weiter nach oben gehen wird. Und da ist es dann halt auch so, dass du immer weniger Umsatz brauchst, um deinen Gewinn dann sozusagen deutlich zu steigern dann, ja. Allerdings ist es auch nicht nur in den USA so gewesen, denn wenn man mal anschaut, Europa hatte in dem Jahr 2004 eine Gewinnmarge von 5%, und jetzt sind sie mittlerweile bei fast 10% angekommen. Die haben die Gewinnmargen mal in den letzten 20 Jahren geradezu verdoppelt. Also man muss da sowieso schon mal sehen, du kannst eine durchschnittliche Bewertung hier aus dem Jahr 2000, nehmen wir mal das Jahr 2000 oder auch noch davor, das kannst du nicht mehr mit den heutigen Maßstäben vergleichen, weil die heutigen Unternehmen, gerade diese Technologieunternehmen, die können auch sehr viel einfacher, besser und auch profitabler expandieren dann einfach, weil oft viele Sachen halt einfach digital dann sind. Das ist nicht mehr so wie in den 90ern, da hat es noch nicht so viel geistiges Eigentum gegeben wie jetzt heute. Ja, früher hattest du halt echt die Vorteile, das waren dann die Standorte, das waren irgendwelche Produktionsvorteile, die du hast, das gibt's aber heute oft nicht mehr so, wie es eben früher der Fall war. Technologische Fortschritte, die werden viel schneller eingeholt, weil wir jetzt eben im Informationszeitalter dann sind. Und das ist schon mal meiner Meinung nach ein Grund dafür, warum man eben auch jetzt gerade so einen langfristigen Durchschnitt heute nicht mehr so nehmen sollte. Der wird meiner Meinung nach noch mal ein gutes Stück nach oben gehen. Außerdem finde ich jetzt auch einen Durchschnitt von 16,3 und jetzt ein aktueller Wert von 19. Das ist jetzt nicht so mega weit auseinander. Und vor allem, wenn man jetzt mal bedenkt, also da geht es jetzt um den MSCI World, aber den nimmt man ja immer gerne mal so, um die Welt abzudecken. Wenn man jetzt mal anschaut, so die größten Gewichtungen, also die größten 9 Unternehmen, die machen 23% von dem aus. Es sind die größten 9, weil Alphabet halt zweimal drin ist. Also Alphabet A-Aktie ist auf Platz 6 im MSCI World aktuell, und die C-Aktie ist auf Platz 7. Deswegen jetzt die größten 9 Aktien. Und wenn man da mal anschaut, das muss man halt meiner Meinung nach immer individuell betrachten. Die Bewertungen gerade von den Large Caps, die sind aktuell
absurd viel höher, als es jetzt in den letzten Jahren der Fall war, definitiv. Bei den Small Caps haben wir es aber genau den umgekehrten Fall, dass wir entweder leicht oder sogar stark unter dem Schnitt liegen, je nachdem, in welchen Regionen du dann schaust. Also da sieht man eben auch gerade in der Dotcom-Bubble, da war es ja gefühlt so, dass da jede Aktie unfassbar hohe Bewertung hatte. Ja, also gerade als Stockpicker finde ich es aktuell schon recht interessant, wenn man sich da mal so ein bisschen antizyklisch einige Sektoren dann anschaut. Und dann, ja, wir haben in den Top 10 zwei, drei Aktien oder in den Top 9, wo ich jetzt sage, da verstehe ich die Bewertung aktuell nicht. Eine Apple ist da tatsächlich mit dabei. Ein Forward-KGV von 31 bei einer Apple, das sehe ich aktuell tatsächlich als zu teuer an. Da bin ich ganz ehrlich, ja. Und auch, es ist auch für Apple historisch gesehen tatsächlich so in den letzten 5 Jahren so ziemlich der höchste Stand. Sie hatten nur 2-3 Mal einen gleichen oder einen leicht höheren Wert, aber ansonsten ist es schon recht sportlich jetzt aktuell. Ja, und das wieder, jetzt sind wir wieder am Thema, und das, obwohl halt Apple nicht wächst die ganze Zeit schon halt. Das ist ja das Hauptproblem. KGV 30 wäre ja okay, wenn sie immer noch irgendwie 10% oder 15% wachsen, aber das machen sie ja halt nicht. Ich glaube, die iPhone-Nachfrage ist sogar niedriger als im Vorjahr. Also das ist halt schon, finde ich, krass. Ja, und du hast noch zwei andere Punkte noch. Genau, du hast es gesagt, also es ist halt ein Riesenunterschied, ob die höchsten Gewichtungen zum Beispiel Autoaktien sind, die halt irgendwie ein KGV von 6 haben oder 7 haben, oder ob du da halt jetzt mittlerweile eine SAP, ein Alphabet, Meta und sowas drin hast, die halt Gelddruckmaschinen sind mit brutalsten Margen. Das hast du ja gerade gesagt. Also deswegen kann man es, denke ich, auch nicht mehr so zu 100% vergleichen. Plus, wir haben noch vielleicht zwei andere Themen, wieso jetzt so ein bisschen schon die Bewertungen höher sind. Wir haben ja jetzt den Anfang dieser Zinssenkungen, ne? Also die kommen ja auch noch. Und dadurch sind dann auch wieder so ein bisschen Tech-Wert und so weiter höher gepreist. Und das andere Thema ist, was wollte ich noch sagen? Das habe ich schon wieder vergessen. Die Zinssenkung. Ah ja, genau. Das andere Thema, jetzt habe ich es wieder, ist da, dass diese, dass es gibt ja verschiedene Statistiken, auch von großen Beratungsgesellschaften, dass dieses Thema KI in den nächsten Jahren schon zu deutlichen Produktivitätsfortschritten führen kann. Bei vielen Unternehmen, ich habe sogar jetzt irgendwie gesehen, angeblich irgendwie Gerüchte, dass da es eine krasse Kooperation zwischen McDonald's und Tesla gibt, dass dann irgendwann hier diese Optimus-Roboter die Burger braten, keine Ahnung. Aber es kann halt vieles in diese Richtung gehen, dass dann halt, du brauchst kein Callcenter mehr, das macht ja Zoom, glaube ich, mittlerweile und Klarna, sondern du hast dann halt nur noch diese Chatbots sozusagen. Und dadurch kannst du halt unfassbar viel Geld sparen, die Margen steigern, und das wird irgendwann ein Thema werden. Aktuell ist dann noch jeder in der Erfindungsphase, aber das, ja, das kann auch nochmal ordentlich für Rückenwind sorgen, dieses ganze Thema KI. Und ich glaube, auch deshalb ist so ein bisschen Bewertungsaufschlag zu rechtfertigen. Ne? Also ich halte davon eh nichts, ne, zu sagen, ja, historisch bla blub, ne, immer diese Vergleiche dann. Ich habe das schon in den letzten Jahren jetzt 10 Vergleiche gesehen, auch irgendwie Kurs-Buchwelt-Verhältnis oder Schiller KGV, irgendwie immer wird dir was erzählt, was ist das, was in der Bubble-Blase ist, das und das Niveau. Wenn du halt nach solchen Sachen gehst, dann dürftest du, glaube ich, fast nie eine Aktie halten. Oder du müsstest immer diese Aktien kaufen, die angeblich so günstig sind, da sind wir ja beim Thema. Dann hast du halt eine Volkswagen Co. im Depot, wie die Consors-Kunden, die das alles nachkaufen, weil die angeblich so günstig sind, aber die haben halt eher sinkende Margen, sinkende Umsätze, und deswegen sind diese Aktien halt niedrig gepreist. Ja, und weil der Großteil dieser Aktien im MSCI World, die hochgewichtet sind, weil die halt stark wachsen und hohe Gewinnmargen haben, haben die halt ein höheres KGV. Ne? Aber das ist jetzt für mich, wie gesagt, per se kein Grund, dass das jetzt fallen muss. Ja, genau, und das mit dem Wachstum ist genau richtig. Gucken wir mal, Platz 2 ist Microsoft, Forward KGV 32 ungefähr, ist für sie tatsächlich relativ normal für eine Microsoft. Die waren nur mal im Bärenmarkt, also 2022, mal deutlich niedriger, da hatten sie mal ein Forward KGV, aber auch im 20er-Bereich, ja, da hättest du sie mal günstiger haben können, und natürlich in diesem ganz kurzen Corona-Flash-Crash. Ansonsten Microsoft eigentlich immer Forward KGV über 30. Auf Platz 3 im MSCI World kommt Nvidia. Also wie stark die wachsen, das haben wir jetzt schon oft genug behandelt, das brauchen wir nicht sprechen. Also zweistelliges Wachstum, das ist da noch untertrieben, teilweise vor allem was Gewinn angeht. Forward KGV 36 für ein Unternehmen, das so unfassbar stark wächst und auch so profitabel wächst, tatsächlich gar nicht mal so übertrieben. Amazon Forward KGV 35 ist auf die letzten 5 Jahre hingesehen sogar historisch günstig für sie bewertet, sogar auf die letzten 10 Jahre. Und vor allem bei Amazon haben wir jetzt den Effekt, den ich über Jahre hingesehen
vorhin angesprochen habe. Die Bewertung, die geht immer weiter runter, aber trotzdem steigt der Aktienkurs, weil halt das Unternehmen, der Gewinn wächst halt da 25-30%, der Kurs steigt aber halt dann 15-20% dann an. Also das heißt hier, die Unternehmen, nur weil die Bewertung runtergehen, heißt es nicht, dass die Aktien runtergehen, ja. Als nächstes Meta, ja, die waren natürlich mal Anfang 22 oder Anfang 23 wurden die ja mal totgeredet, da war mal Forward KGV, war mal teilweise im einstelligen Bereich oder das aktuelle KGV, mittlerweile KGV 26, deutlich zweistelliges Wachstum, zuletzt auch profitabel. Alphabet, Forward KGV 20,7, das ist für sie sehr günstig eigentlich, denn auch bei Alphabet sieht es ähnlich wie bei einer Amazon aus. Bewertung, die geht immer wieder mal so sukzessive ein bisschen nach unten. Der Aktienkurs aber langfristig gesehen ein starker Outperformer gewesen, weil auch sie immer profitabler werden. Dann kommt eine Broadcom, die war natürlich auch einer der großen Gewinner der letzten Zeit. Forward KGV 29 für ihre Verhältnisse historisch hoch gesehen, jetzt auf die letzten Jahre hingesehen. Aber auch bei einer Broadcom muss man dann einfach sagen, die sind so extrem profitabel geworden die letzten Jahre. Ich habe es immer gesagt, Anfang des Jahrtausends, da hatten die, glaube ich, noch nicht mal eine Milliarde Free Cashflow. Jetzt rechnet man damit, also jetzt sind sie mittlerweile bei weit über 20 Milliarden Free Cashflow dann angekommen und in den nächsten Jahren soll das sogar auf bis zu 40 Milliarden hochgehen. Also da ist halt mittlerweile auch wirklich extrem viel Profitabilität dahinter. Und das ist halt auch das, was wichtig ist. Und das ist zum Beispiel eben auch einer der großen Unterschiede zur Dotcom-Bubble, wie wir es aber auch schon oft eben einfach gesagt haben. Ja, weil damals war nur Umsatz, Umsatz, Umsatz. Da gab es tolle Artikel, warum der Umsatz jetzt der neue Gewinn sozusagen ist und der Gewinn völlig egal dann ist, ja. Also auch die Bewertung, wenn man so das Wachstum zuletzt anschaut, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, da werden jetzt neue Tulpenzwiebeln wieder herangezüchtet dann, ja. Dann Tesla, natürlich Tesla ist ein Fall für sich, den haben wir schon oft besprochen, das brauchen wir jetzt nicht machen. Die haben Forward KGV 88, die sind zuletzt extrem stark gelaufen. Die haben halt alle mitbekommen, dass der Michael eingestiegen ist, da sind dann wieder die ganzen... Haben die großen Investoren wieder mitbekommen, ja, jagen alle hinterher. Die jagen alle im Goldesel hinterher, das sind natürlich auch alles Goldesel Premium Member, da noch kurz die Werbung mit eingebaut. Dann, ja. Und ein Unternehmen, wo natürlich dann auch noch jetzt in den Top 9 dann mit drin ist, ist Eli Lilly. Ja, die haben natürlich auch wahnsinnig hohe Bewertung, weil das Thema gefühlt halt immer noch am Anfang ist mit diesen Abnehmspritzen. Du weißt nicht, das Wachstum scheint aktuell schier endlos zu sein. Man weiß noch nicht genau, wo das hingehen wird, ja. Forward KGV 43 jetzt aktuell. Also daran sieht man aber eben auch, also fast jedes Unternehmen, das aktuell in diesen Top 9 drin ist, die wachsen also teilweise deutlich zweistellig bei den Gewinnen, wenn man jetzt mal Apple außen vor lässt, aber alle anderen wachsen da aktuell, ich würde mal sagen, so zwischen 10-30% aktuell bei der Profitabilität und alleine daher ist da halt auch schon wieder so ein Aufschlag auf Bewertungsmultiplen von vor 10 oder 20 Jahren halt auch durchaus gerechtfertigt, weil die Unternehmen vor allem, weil die jetzt auch in der Krise viele von ihnen bewiesen haben, wie stark sie da sind und trotzdem weiter wachsen. Und das ist für mich so eben auch ein Grund dafür, warum man da jetzt nicht in Panik verfallen sollte und eben der Meinung ist, weil sie jetzt mal wieder, also gerade auch ein MSCI World deutlich über dem Schnitt bewertet ist jetzt in den letzten 25 Jahren, also dass man da nicht in Panik verfallen sollte und es auch noch definitiv weitergehen könnte, ja. Ja, super. Ja, genau, vielleicht noch eine kleine Einschub hier, Werbung in eigener Sache. Wer zum Beispiel hier die Magnificent 7 oder die genannten Aktien sich auf eine Watchlist packen will, beobachten möchte, checkt gerne mal die Goldesel-App aus. Ist kostenlos. Ihr könnt dort Watchlist erstellen, Kursalarme erstellen. Ich habe mir zum Beispiel jetzt so eine China-Watchlist erstellt mit allen Aktien. Da kann man das alles immer in Echtzeit verfolgen und ja, ist mittlerweile sehr einfach. Wir haben auch jetzt ordentlichen Zuwachs an Nutzern. Das freut mich sehr. Probiert es gerne mal aus, vielleicht tauscht ihr sie ja gegen eine andere App von euch und gerne Feedback auch da lassen, wenn ihr Bugs findet oder so oder irgendwas wieder erwarten nicht klappen sollte. Den Link packen wir euch auch nochmal unten rein, das ist auf jeden Fall echt eine coole Sache und würde mich freuen. Genau, dann würde ich sagen, wir wünschen euch ein schönes Wochenende und hoffentlich schaltet ihr auch alle nächsten Mittwoch wieder ein. Macht's gut, ciao, ciao. Ciao, ciao.